Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution für die PlayStation 2. Ich möchte bitte diese Karte entfernen und den in Angriffsposition stellen, daraufhin in der Battlephase alles in sein Gesicht stopfen. Und dann sollte ich im nächsten Zug gewonnen haben. So, und jetzt nochmal 1800. Und da hat er nur noch 1000. Das ist glaube ich eines der ersten Let's Plays, in dem ich meine Folgen so schlecht time. Die erste komplett überziehen, die zweite, um nicht zu überziehen, mitten in einem Duell beenden, Alter. Muss das besser timen irgendwie. Ich beschwöre mein Monster in Angriffsposition. Ja, die Animation mache ich aus den Nerven. Ja, er will gegen diesen komischen Typen kämpfen. Na komm, ich will perfekt gewinnen. Ich will mal kurz perfekt gewinnen. Ich will einmal gewinnen, ohne Schaden zu erlangen. Ich meine, es ist mein erstes Duell hier, ja? Diese Musik kommt, wenn ich gewinnen kann. In diesem Zug, wenn ich eine hohe Chance habe. Es gibt auch noch eine, wenn man verliert. Ich war ziemlich voll. Die IP deines Gegners wurden auf 0 reduziert. Du gewinnst. Perfekt sogar. 8000 zu 0. Was? Ich hab verloren? Ah, ich hab gerade eben 650 Cash bekommen. So. Bonus. Neuer Bonus. Wow. Der Bonus wurde schön definiert. Maximum LP 8000, das ist ein Rekord. Man kann halt noch mehr haben, aber das ist gerade, das wird wahrscheinlich länger als mit Rekord sein, außer ich mache mir ein Deck, was meine HP so hoch wie möglich bringt. Maximal DP erhalten Rekord. Ja, das wird sich auf jeden Fall noch ändern. Gesamter Schaden Rekord. Ah, das kann ich auch noch ändern, locker. Gesamter Kampfschaden, ah, das kann ich auch noch ändern, locker. Gesamter abgelenkter Schaden, ja. Gesamter direkter Schaden, ja. Höchstschaden, 1800, das kann ich auf jeden Fall noch erhöhen. Und bla bla bla, das ist so ein bisschen Stuff. Easy. Von 650 DP kann man sich bestimmt ein paar Karten gönnen. Danke. Du hast leicht gewonnen, aber bilde dir nichts darauf ein. Lass uns bald wieder duellieren. Nein, du Loser, du bist zu schlecht für mich. Ich will auf jeden Fall gegen jeden einmal gekämpft haben. So. Gehen wir mal ganz kurz in den Shop. Ich will mir Karten kaufen. Man schaltet mit der Zeit noch so Karten frei, die von anderen Leuten, wie zum Beispiel Jadens Karten und sowas. Hallo, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du ein neuer Student? Das ist auch voll cool so. Da kann man so sein Deck zusammenstellen, wenn man alle seine Karten hat. Da steht auch, wie viele Karten man von wie vielen hat, die da drin sind. Ich bin Dorothy. Schön, dich kennenzulernen. Ich arbeite im Shop hier an der Akademie. Bist du hier, weil du etwas kaufen willst? Hallo. Möchtest du Karten? Ja. Was sind Karten? In Yu-Gi-Oh! Zu fragen ist auch lustig. Pack und Windattributen. Dieses Pack ist bereits ausverkauft, so. Mit Lichtattributen, Erz und besonderes Pack des Tages. Economy Pack. Oh, war ausverkauft. Was ist das? Finsterniskarten, Wasserkarten,
Feuerkarten. Fallen und Zauberkarten 2. Effektmonster. Fallen und Zauberkarten 1 und normale Monster. Ich habe immer gerne die drei genommen. Ich hasse normale Monsterkarten einfach. Irgendwie, keine Ahnung. Sind zu langweilig. Wir nehmen mal ein Pack davon. Ein Pack davon. Ein Pack davon. Ein Pack davon. Und das können wir uns doch leisten. Ne? Ne? Und nehmen wir ein Feuerpack. Kommt, dann haben wir jedes gekauft, was frei war. So. Gucken wir uns die mal an. Musch, Fungi, rote Bogenschützin, Thun-Alligator, Riesenameise, rotäugiger schwarzer Drache. Oh, geil, Alter. Die Karte. Boah. Nice Karte. Okay. Gleichzeitig Verlust. Hypnotische Kontrolle. Macht des Dreiecks. Oh, die kenne ich. Befehl zum Sturmangriff kenne ich auch. Ersatzsoldat. Weiß nicht, ob ich die kenne. Zaubern, Fallen, Karten 2. Ne, das ist Effektmonster. Elektrische Eidechse. Elementarsoldat. Dunkle Elf. Ah, den kenne ich. Die letzten beiden kannte ich. So. Fast verloren sein. Dunkler Kern. Taktik des Massenangriffs. Ultra, keine Ahnung was für Ding. Und Klon-Duplizierung. So, kenne ich nicht. Feuermonster. Mal sehen, ob ich was kenne. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Feuervogel kenne ich. Gegenfeuer. Okay. Moschusfungi. Eine neue Karte. Das ist einfach nur eine normale Monsterkarte, die verdammt schlecht ist. Ein Pilz ist das, wow. Das ist so eine Opferkarte. Eine Bogenschützen-Nixte. Achso, das ist auch eine normale Karte. Ja, recht gute Werte. Könnte ich, die nehme ich, glaube ich, rein. Thun-Eidechse, Thun-Alligator kenne ich sogar. Hat recht guten Def-Wert. Aber ich glaube, ich nehme die nicht rein. Riesenameise, ja. Kann man mal machen. Rotäugige schwarze Dache nehme ich auf jeden Fall rein, Alter. 7, ich weiß nicht, ob man dafür ein oder zwei opfern muss, aber auf jeden Fall cool. Jeder Spieler legt die oberste Karte seines Decks auf den Friedhof. Ja, das fände ich zum Beispiel nicht schlecht, wenn man eine Friedhof-Wiederholkarte hat. Oder eine gute Karte auf sein oberstes Deck zurücklegt und die dann ausspielt, das wäre cool. Während des nächsten Spielzugs deines Gegners, nachdem du diese Karte aktiviert hast, kann dein Gegner die Kampfposition von Monstern nicht ändern, außer durch einen Karteneffekt. Also, wenn er Karten im Verteidigungsmodus hat, kann er sie nicht zum Angriff machen oder umgekehrt. Macht das Dreiecks. Oh. Okay. Du erhöhst alle Angriffs- und Verteidigungswerte deiner Karten um 2000 Punkte, die Stufe 1 haben. Davon habe ich nicht besonders viele, aber egal. Und die werden dann am Ende zerstört. Dafür lohnt sich zum Beispiel das Opfer um. Wähle ein offenes, normales Monster auf deiner Spielfeldseite, um diese Karte zu aktivieren. Ne, ja, davon habe ich jetzt ein paar gekauft. Biete das gewählte normale Monster-Attribut und zerstöre ein Monster auf der Spielfeldseite. Okay, man kann so Monster tauschen. Ich töte eins und dafür darf ich eins von ihm töten. Wenn 5 oder mehr Monsterkarten in deinem Friedhof liegen, wähle 3 mit ATK 1500 oder weniger und füge sie deiner Hand hinzu. Oh, das ist nicht schlecht. So. Ein Typ, das ein Monster, das nicht Zombie ist und das Ding angreift, kann im nächsten Spielzug, kann im nächsten Zug nicht angreifen. Wenn Wassermonster auf dem Feld sind, kann die Kontrolle über diese Karte nicht geändert werden. Ich glaube, das heißt, wer die benutzt. Wenn Erde drauf sind, kann die Effekte von Effektmonster. Okay, das ist nicht so toll. Wie viel ATK und so hat sie denn? Ja. Dieses Monster kann nur angreifen, wenn der Spieler, der es kontrolliert, 1000 Life Points bezahlt. Das ist zum Beispiel für. Du kannst sie halt instant beschwören, hat 2000 ATK. Aber du musst halt jedes Mal so viel bezahlen, ne? Das ist halt so ein richtig fetter Preis. Ich glaube, ich würde die nicht nehmen. Sondern einfach nur hinstellen, damit sie angegriffen wird. Ja, das ist gut. Deshalb voll cool. Man opfert einen, tut ihn in ATK an Verteidigung für 2500.
Als normale Flipperschwimmer wird sie in Verteidigungsposition gebracht. Diese Karte kann angreifen, wenn sie sich in Verteidigungsposition befindet. Guck, diese Karte kannst du halt normal einfach so offen hinstellen und die dreht sich dann automatisch. Und du kannst halt immer noch mit ihr angreifen, obwohl sie in Verteidigungsmodus ist. Das ist voll cool. Ich mag die voll. Das ist offene Spielseite des Gegners und auf seine 500 Punkte. Boah! Aber dafür muss ich gegen einen Typen mit Drachen kämpfen. Trotzdem hat er doch so voll coole Werte. Das nächste Mal, wenn ich Packs auspacke, dann mache ich offscreen mein Deck und so und gucke mir das alles an und dann sehen wir das einfach im Spiel. Okay. Der ist so komisch. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab, um ein offenes Monster auf dem Spielfeld aus dem Spiel zu entfernen. Na, das ist natürlich schlecht. Ja, geil. In der Endphase des Spielzugs kann eine Anzahl von normalen Monstern der Stufe 2 oder niedriger aus deinem Deck, der die Anzahl von normalen Monstern der Stufe 2 oder niedriger, die in diesem Spiel als Ergebnis deiner Kraft zerstört wurden, sprich, ja, das ist irrelevant. Ein Monster von. Wie viele sind das denn noch? Ja, ein paar. Feuervogel. Ja, die bringt halt nicht viel. Ja, guck mal. Du opferst eine Karte und dann hast du 2100 Schaden. Ist nicht schlecht. Das ist cool. Karte ist cool. Okay, das ist auch relevant. Okay. Dann gehen wir. So. Ich zeig jetzt nochmal in doppelter Geschwindigkeit bis zum Ende dieser Folge, wie ich mein neues Deck zusammenstelle und dann war's das. In dieser Folge. Duelleffekt, was ist das? So, das brauche ich beides nicht. Okay. Das wurde jetzt nicht gespeichert, toll. Schnell aus. So, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Schaut in die Videobeschreibung. Für die Playlist auf meinem Kanal für weitere Videos und lasst mir doch ein Abo und eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis morgen. Ciao, Leute.